Also ganz herzlich willkommen an alle, die heute dabei sein können beim Business Management MOOC bei unserer Live-Session mit der Frau Dr. Elke Nicke. Sie hat sich bereit erklärt für das Thema persönliches Business Management für Freiberufler, Solopreneure und Einzelunternehmen unsere Live-Session heute zu halten. Wir haben das mit ihr abgestimmt, weil wir gemerkt haben, sie ist sehr engagiert in diesem Bereich unterwegs. Und alles Weitere, Elke, kannst du sicher über dich besser sagen als ich. Und deswegen würde ich dir jetzt hiermit den Bildschirm übergeben. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich das heute machen kann. Dazwischen war ich mir nicht ganz sicher, welcher Teufel mich geritten hat, das ausgerechnet anstellen zu wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass es einfach ein Thema ist, was mich jetzt tatsächlich seit einem Jahr, etwas über einem Jahr begleitet. Und insofern hatte ich schon im Oktober die Idee, dass eventuell auch mal vorzustellen in diesem Rahmen, denn ich habe selber ziemlich viel davon profitiert und hatte zu diesem Thema auch selber einige Zugänge. Ich bin im Bereich des digitalen Lernens unterwegs als Beraterin dazu, als sogenannte Bildungsarchitektin, die einfach auch Lernräume gestaltet, und das ist ein sehr dynamisches Feld. Gleichzeitig bin ich als promovierte Geologin den Naturwissenschaften verhaftet und bin über Jahre in der Studiengangsleitung, Studiengangskoordination Management unterwegs gewesen für den Bereich Energiemanagement. Habe also seit vielen Jahren einen sehr interdisziplinären Ansatz, bin dazu neugierig und offen für eine Menge Dinge. Das heißt, es kommt immer eine Menge dazu, was mich interessiert, was in irgendeiner Weise auch aus dem Input dann wieder sozusagen ins reale Leben in veränderter Form zurück soll. Insofern beschäftigt mich dieses Thema tatsächlich. Und so eine schöne Bibliothek hat eben keiner, der einzeln unterwegs ist. Also ist die Frage, wie das gehen kann. Ich habe das so aufgebaut, dass ich zunächst mal ein bisschen nach was zur speziellen Bedeutung des Wissensmanagements für Selbstständige erzählen möchte, welche Organisationen, welche Strukturen dazu passen, kommt anschließend, welche Hilfsmittel man dazu nu nutzen kann, was ich sinnvollerweise für mich nutze, und logischerweise am Ende, sonst wäre es kein Wissensmanagement in dem Sinne, auch was habe ich daraus gelernt, was kann ich daraus weitergeben. Und das Ganze begann mit einem Traum. Ich wünsche mir ganz einfach wirklich ein intuitives System, wo all das, was ich an Informationen, an relevanten Informationen für mich und Erkenntnissen gewinne, tatsächlich so integriert ist, dass ich nicht ewige Zeiten damit zubringen muss, das tatsächlich zu tun. Es soll möglichst wartungsarm sein, also nicht ständig irgendwelche Updates erfordern und ähnliches. Ich wollte mobil unterwegs sein und habe festgestellt, dass einige Dinge da eben nicht mehr funktionieren. Und ganz wichtig für alle Selbstständigen, die einzeln unterwegs sind, es gibt immer wieder im Jahr irgendwelche Dinge, wo man relativ schnell zu einem Ergebnis kommen möchte, weil es einfach ansonsten wirklich viel Zeit frisst, was aber nicht permanent geübt ist. Insofern ist es sinnvoll, da das Gelernte so zu dokumentieren, dass man es ein Jahr später oder anderthalb Jahre später auch wieder nutzen kann. Die Frage ist also, was bedeutet Wissensmanagement speziell für Selbstständige? Diese Abbildung hier stammt aus Kambodscha von Angkor Wat oder Angkor Thom, und dort sind entsprechende Alltagsszenen auch sehr besonders abgebildet. Das ist für uns natürlich ein bisschen überdimensioniert. Wer hat schon einen Tempel zu Hause und macht das vielleicht in seiner Freizeit? Die Frage ist also, wie machen wir das als Selbstständige? Und die zentrale Ressource pro Tag ist tatsächlich die Zeit. Die Fachkompetenz und administrative Kompetenz ist notwendig, um den Job zu machen. Und das persönliche Wissensmanagement, um das es heute ja geht, ist für Selbstständige immer, garantiert immer auch ein Organisationsthema. Und es geht im Gegensatz zu Organisationen, zu großen Unternehmen, bei einzelnen Leuten, bei einzelnen Selbstständigen tatsächlich darum, sich mit anderen Wissensträgern, anderen Partnern zu vernetzen. Dann ist die Frage,
wie definiere ich für mich dann Wissensmanagement? Es gibt eine allgemeine Definition, ja, aber jeder hat etwas für sich, was er dann in dieser Art benötigt. Und meine Definition lautet, dass ich tatsächlich einen geordneten, sprich strukturierten, möglichst intelligenten Umgang mit Wissen und natürlich auch die Verknüpfung von relevantem Wissen in bestimmten Situationen haben möchte, weil ich nämlich als Einzelkämpfer darauf angewiesen bin, dass ich persönlich wettbewerbsfähig bin. Und das betrifft eben nicht immer nur die Fachkompetenz wie bei Angestellten in einer speziellen Funktion, sondern ganz klar auch die administrativen Prozesse. Und dementsprechend gibt es diese Verzahnung. Die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben, ist bei mir, dass es einfach eine dynamische Entwicklung im eigenen Fachgebiet gibt, die jeder, der sich da ein bisschen im vergangenen Jahr mit beschäftigt hat, hat das am eigenen Leib erfahren. Ich verfolge das Ganze seit rund 20 Jahren und habe da schon einen gewissen Eingang oder auch selber logischerweise eine Menge Anknüpfungspunkte. Gleichwohl ist die Dynamik auch für mich immer wieder eine Herausforderung. Und zusätzlich kam vor etwas über einem Jahr auch noch der Wunsch dazu, analoge Unterlagen so zu integrieren, dass es passt. Dazu wollte ich ganz gern Kategorien definieren, die in irgendeiner Weise sinnig sind. Die Literaturverwaltung hat mich zuvor teilweise an den Rand der Verzweiflung geführt. Ein großer Punkt sind bei mir Tagungsdokumentationen oder einfach Wissen von außen in Präsenzveranstaltungen, das ich möglichst überall auch dabei haben möchte. Und ein großes Thema sind Fotos und Illustrationen. Und die Ausgangssituation vor etwas über einem Jahr war, dass ich eben alles, was ich analog hatte, über Jahre zuvor, an Unterlagen, was auch immer, war nicht mobil verfügbar. Die Struktur passte insgesamt überhaupt nicht mehr und ich dachte, das geht so nicht. Und ein Zeichen dafür, wenn etwas nicht passt, ist, dass es so merkwürdige Dinge gibt wie ein Lesezeichen, also ein Bookmark-Verzeichnis, wo sich, ich habe das dann mal gezählt, im Ordner neu aufräumen, 200 Lesezeichen gefunden haben. Eindeutig kein Zustand, der besonders hilfreich ist. Und insbesondere im Download PDFs mit den Informatikerbezeichnungen für die der jeweiligen Institution, die das rausgegeben hat, irgendwelche wissenschaftlichen Studien, ähnliches, wo also nicht mehr erkennbar war, was das eigentlich ist. Das heißt, es war höchste Zeit, dass da was anders wird. Das war der Grund, warum ich mich im vergangenen Jahr begann, damit zu beschäftigen. Und das ist die Bestandsaufnahme dann schon Ende 2019, also 2019-12 im Dezember. Das war schon eine Bestandsaufnahme, die auch bei der Bestandsaufnahme gleich zu einer Verschmelzung von entsprechenden Themen und Ähnlichem führte. Das heißt, das ist schon die geordnetere Version, in dem Fall der Dateiablage. Das Ganze habe ich in OneNote dann auch aufgesetzt. Das ist auch schon ein bisschen strukturierter zusammengefasst. Aber die Frage blieb natürlich, welche Strukturen sind tatsächlich am besten geeignet? Und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe mir überlegt, wie ich das hinbekomme, was nicht funktioniert ist, wenn ich beispielsweise nur etwas in der Dateiablage suchen möchte. Windows Explorer könnte ich ja einfach nur ein Stichwort eingeben und dann finde ich das. Das hilft mir aber nicht, weil ich einfach unterschiedliche Programme habe, mit denen ich arbeite, wo bestimmte Dinge drin sind. Das werde ich gleich auch noch weiter ausführen im Detail. Aber die Frage war dann, welche Struktur passt tatsächlich? Und ich bin gestolpert über ein Ordnungskriterium, das sich die Millersche Zahlen nennt. Vielleicht hat der oder die eine oder andere das auch schon gehört. Und die 7 ist offenkundig eine sehr besondere Zahl. Man findet die ja auch in der Geschichte, in der Religion und vielen anderen Stellen. Aber es hat auch einen dann wissenschaftlich untersuchten Hintergrund und dieser betrifft schlicht das Kurzzeitgedächtnis. Wir sind in der Regel, einige sind auch ein bisschen besser trainiert, die können das auch, aber in der Regel erfassen wir 7 Einheiten auf einen Blick. Plus minus 2 ist deshalb so ideal, das heißt etwas zwischen 5
und 9 Einheiten. Mehr sollte es möglichst nicht sein. Und dann habe ich mich dran gesetzt und das war tatsächlich Arbeit. Und habe mir dann überlegt, was passt wie wohin. Und das, was in Rot umrahmt ist, ist tatsächlich die entsprechende Struktur, die dabei herausgekommen ist. Das heißt, es gibt administrative Dinge, die finden da oben in Kategorie 1 ihren Platz. Dann gibt es die Außenwelt mit Kunden und Partnern. Es gibt Projekte, die eine ganz andere Organisation erfordern. Es gibt das Marketing, Produktentwicklung, die sinnig ist. Und dann ganz große Teile eben für den Input und das, was ich daraus mache. Die Nummer 6 und 7 mit Weiterbildung und Wissen. Dann gibt es noch ein paar andere Kriterien oder andere Ordner. Und das ist es aber im Wesentlichen. Und wenn man das einmal schön nebeneinander setzt, dann sieht man, dass ich heute tatsächlich eine Struktur habe, die für jedes Programm passend, dann noch ein bisschen adaptiert ist. Aber diese Struktur findet sich einfach überall. Egal, ob es im Meistertask ist oder in OneNote oder in der Dateiablage im Explorer oder bei den Bookmarks. Es gibt überall diese Struktur. Das ist für mich hervorragend geeignet mittlerweile, weil ich nicht mehr lange überlegen muss, wo passt das denn hin? Das heißt, mein Kopf hat diese Zusatzarbeit einfach nicht mehr nötig, sondern er weiß genau, das ist in Admin, das gehört zu Kunden und Partner, das ist in Projekte, das ist was, was Weiterbildung betrifft und Suchzeiten sind extrem minimiert und der Vorteil ist, es gibt weder einen Bookmark-Ordner neu aufräumen, den habe ich direkt eliminiert, den brauchte ich nie wieder, weil ich mittlerweile einfach weiß, wo was hingehört. Und es ist überall identisch. Und der Download, der ist zwar hier oben noch im Schnellzugriff zu sehen, aber den nutze ich nur, wenn ich irgendeine Excel-Datei für irgendein Programm-Update benötige. Ansonsten ist der leer und weint, weil er keine Bedeutung mehr hat. Die Frage ist dann eben so en Detail, welche Hilfsmittel kann ich dann tatsächlich sinnvoll nutzen, wenn ich das aufsetze und ich nutze für das Projektmanagement mittlerweile Meistertask. Ich habe Versuche mit Trello gehabt und das funktioniert nicht gut oder nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und exemplarisch habe ich dann einen Screenshot gemacht, wie das Dashboard, wie die Einstiegsseite daran aussieht. Und der Vorteil daran für mich, für meine Arbeitsweise ist tatsächlich, ich habe auf der linken Seite habe ich diese entsprechende Ordnerstruktur oder Boardstruktur und auf der anderen Seite habe ich die jeweiligen notwendigen Tätigkeiten exemplarisch dann hier jetzt eben für diesen Vortrag und das Besondere ist, dass das eben automatisch erscheint und das ist für mich tatsächlich angenehm und weil es um Projektmanagement geht, ist in diesem Meistertask eben die Kategorie Projekte besonders groß und ich habe unterschiedliche Themen und unterschiedliche Dinge, die dann zu dem jeweiligen Thema gehören, zu unterschiedlichen Zeiten und das war immer schwierig, das tatsächlich unterzubringen, auch die entsprechenden Ressourcen und der Vorteil ist, ich kann das noch mit einem Kombinationsprogramm oder mit einem verwandten Programm, mit MindMeister, also einem Mindmapping-Programm verbinden und das habe ich jetzt noch nicht lange, das habe ich seit ungefähr 2 Monaten und jetzt auch produktiv und das ist wirklich eine sehr gute Ergänzung und wenn man das dann entsprechend, also das einzelne Projekt sich anschaut, dann gibt es eben eine entsprechende Struktur, die man sich selbst erstellen kann. Vorgegeben ist ganz rechts erledigt, in der Mitte in Arbeit und üblicherweise dann ganz links irgendwie Aufgaben zu tun oder so. Man kann das natürlich entsprechend auch anpassen. Deshalb steht bei mir der Backlog und es gibt eine Materialsammlung auch mit entsprechenden Links, sodass ich da nicht ständig hin und her switchen muss zwischen den Projekten oder zwischen den Programmen, sondern dann tatsächlich daran arbeiten kann. Und ganz angenehm, ich kann auch den Hintergrund mit eigenen Bildern gestalten. Das macht das Leben angenehmer.
zumindest für mich. Ein Problem, das ich hatte, wo ich einfach eine Lösung gesucht hatte, auch eine just zu diesen, zum Thema Wissensmanagement, das ist alles, was mit Präsenzveranstaltungen, mit Tagungen, mit Messen zu tun hat, eintägig, zweitägig, dreitägig, irgendwas in diese Richtung. Das heißt, wenn ich etwas habe, was nicht an meinem Schreibtisch stattfindet, sondern anderswo, da habe ich dann mittlerweile ein ganzes Sammelsurium an Check- und Packlisten erstellt und eine Anregung aufgenommen aus dem vergangenen Jahr von Kevin Perseis, der ein wirklich hervorragendes System entwickelt hat für seinen Sportverein gemeinsam mit seinen Kollegen dort. Also wer eine Chance hat und das noch nicht gesehen hat, die Aufzeichnung aus dem letzten Jahr, sollte sich das anschauen. Die machen nämlich Fotos von bestimmten Dingen, wie was auszusehen hat. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, ja, das mache ich jetzt auch. Denn ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich weiß also genau, wie meine Packliste an einem eintägigen Ausritt aussehen muss, an einem bestimmten Platz, und habe dann auch die entsprechenden Unterlagen für diese, in dem Fall jetzt hier eine Tagung, tatsächlich mobil dabei auf dem Smartphone und muss keinen Rechner mitnehmen oder Ähnliches. Das reicht mir dann völlig. Ich habe sämtliche Dokumente dann auch anschließend da, wo sie hingehören. Nämlich an einem Platz in OneNote an dieser einen Stelle. Für Online-Veranstaltungen kann man das genauso machen, das tue ich auch. Und das ist dieser sehr exzessive Bereich, wofür ich OneNote im Wesentlichen nutze. Alles, was an Weiterbildung, an Konferenzen, Veranstaltungen, was auch immer in mein Leben kommt oder woran ich teilnehme, das kommt da rein und ist eben nach einem entsprechenden Muster auch so strukturiert, dass ich das gut verlinken kann und Ähnliches. Also das ist wirklich ein für mich wirklich passendes System. Mit der Literaturverwaltung lag ich lange im Clinch. Das lag daran, dass das PDFs waren, die oder immer noch sind. Und das passte überhaupt nicht so richtig. Ich hatte dann zwar die entsprechenden Namen und also so wie man Literatur üblicherweise zitiert, mit einem Autoren und einem Datum und einem Titel. Das passte aber nicht, weil ganz viele Verbindungen eben nicht möglich waren. Und dann habe ich eine ganze Weile gesucht und getestet, habe Zotero getestet, habe Citavi getestet und bin mittlerweile bei Citavi geblieben. Zotero hat seine einfach ja, die Aktualisierung eingestellt. Früher habe ich mal mit EndNote gearbeitet, das war aber lediglich so eine Fußnotenverwaltung oder ja, die entsprechende Literaturverwaltung für diverse Journals. Und jetzt arbeite ich mit Citavi und der Vorteil ist, dass einfach eine Menge unterschiedliche Dokumente da rein können. Ich kann Tags für, also entsprechende Stichworte vergeben und Ähnliches, und das ist für mich jedenfalls sehr hilfreich. Der Vorteil ist, ich kann bestimmte Passagen rausnehmen, habe dann ein Wissensfundus, ich kann Aufgaben dazu setzen. Also wirklich sehr komfortabel, gerade wenn man an unterschiedlichen Dingen arbeitet. Was ich nach wie vor immer wieder tue, ist, dass ich das Analoge nicht vernachlässige. Also es gibt tatsächlich zwei Dinge, das werden wir gleich sehen, die analog sind. Das eine ist ein Jahresüberblick, der für mich dann auch immer als Bilanz in Kalenderform oder als Basis für eine Bilanz in Kalenderform dient. Hier exemplarisch für der Kalender für 2021. Das Besondere bei diesem Kalender ist, dass er 16 Monate auf einen Blick bietet. Ich mache das seit vielen Jahren. Und er ist leicht. Ich habe den Überblick darüber, über das gesamte Jahr. Und ich habe bislang tatsächlich noch kein System gefunden, das mir dann auch im Anschluss, ich mache immer ein vorläufiges Exemplar und dann ein endgültiges, wo ich dann nochmal darüber reflektiere, was habe ich wann gemacht, warum habe ich das wann gemacht, was ist zu welchen Zeiten, wie. Das hilft mir tatsächlich mit einem Überblick. Die herkömmlichen Kalender-Tools sind aus meiner Sicht dazu nicht geeignet, weil sie eine ganz andere Funktion im Blick haben, nämlich tatsächlich das Abarbeiten jeden Tag irgendwie. Aber
so den Blick obendrauf, den gibt es so in dieser Form. Also ich habe jedenfalls keinen gefunden. Vielleicht gibt es ja was in der Richtung. Aber das jedenfalls ist für mich sehr, sehr hilfreich, auch eben um im Rückblick dann nochmal zu überlegen, was kann ich besser machen, was wäre sinnvoll fürs kommende Jahr und ähnliche Dinge mehr. Und ich liebe sie, analoge Notizbücher. Mich hat tatsächlich noch keiner überzeugt davon, dass ich mein Notizbuch gegen ein iPad oder ähnliches, also ein Tablet, tauschen soll. Ich habe viele davon in der Hand gehabt. Also bin da schon häufig rumgeschlichen und komme immer wieder zu dem Schluss, für mich passt das tatsächlich nicht. Ich bin ein großer Freund dieser analogen Notizbücher, einfach deshalb, weil ich ein haptischer Mensch bin, haptisch-visuell. Und diese Notizbücher sind einfach extrem flexibel. Ich kann da reinschreiben, ich habe eine eigene Notationsweise. Ich kann Skizzen machen ohne Schwierigkeiten. Ich kann Zusatzunterlagen einkleben, reinpacken, wie auch immer. Ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist, dass sie keinen Strom benötigen. Ich kann sie einfach aufschlagen und muss mir nicht überlegen, ach, der Akku ist wieder leer oder was auch immer. Etwas, was mich bei meinem Kindle wahnsinnig macht. Immer wenn ich das nutzen möchte, ist der Strom alle oder der Akku leer. Sie sind bei jedem Wetter einsetzbar und da ich gerne, zumindest wenn das wieder möglich ist, draußen auch sitze in Cafés oder an anderen Stellen, wenn ich über irgendetwas nachdenken möchte, entwickeln möchte, dann habe ich bei dem Rechner immer wieder das Problem, dass ich ja in der Sonne damit nicht arbeiten kann oder ähnliches. Das ist bei Notizbüchern überhaupt kein Thema. Ich arbeite gern mit Farben und verschiedenen Stiften. Ein Vorteil ist, dass die Hardware, nenne ich das jetzt mal, sie ist langfristig aktuell. Mir ist kürzlich ein Notizbuch von vor über 20 Jahren in die Hände gefallen und die Hardware ist immer noch aktuell. Es gibt da Seiten drin, es war mit Bleistift geschrieben und es ist kein Problem. Während meiner Doktorarbeit hatte ich das Thema, in der Diplomarbeit habe ich begonnen mit, wer die noch kennt, 5 Zoll Disketten. Während der Doktorarbeit waren es schon 3 Zoll, diese kleinen, kompakten, dann hatte ich mal 100 MB Speichermedien, dann gab es irgendwann CDs, CD-ROMs, wie auch immer. Heute sind wir bei Festplatten oder Cloud oder wie auch immer. Ich muss mir aber in dem Fall einfach keine Gedanken machen. Und das ist gerade für Ideen oder die Ideenentwicklung ist das wirklich sinnvoll. Für mich. Der Vorteil ist zudem, sie passen in Handtaschen für Abendveranstaltungen, wenn die denn mal wieder stattfinden. Und als Geologin bin ich natürlich gewohnt, das habe ich in meiner Ausbildung exzessiv gelernt, dass ich, egal wo ich bin, auch im Stehen, also in ganz merkwürdigen Positionen, kann ich in diesen Notizbüchern schreiben. Denn mir sagte während der Ausbildung einmal einer der Profs, also so beim Kartieren, wenn Sie da in diese Schlucht fallen, das Einzige, was uns interessiert, potenziell ist das Notizbuch, denn da stehen die wichtigen Dinge drin. Und das heißt, ich habe das wirklich trainiert gelernt, insofern passt das für mich einfach sehr gut. Was ich trotzdem ganz gerne noch nutze, ist immer wieder, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, Kompetenzräder zu testen, einfach zu schauen, was kann ich, Vergleiche zu machen mit anderen, also einfach das Wissen sichtbar zu machen. Und die Bestandteile meines persönlichen Wissensmanagements bestehen im Wesentlichen aus Lesezeichen, sprich aus Bookmarks. Und ich habe eine Dateiablage, mittlerweile eben auch mit entsprechender Struktur, dass ich das finde. Ich habe die OneNote-Notizbücher, die ich auch exzessiv nutze und sehr, sehr schätze. Ein weiterer Punkt, den ich bisher aber noch nicht vorgestellt habe, weil jeder weiß, wie eine Excel-Tabelle und ein Word-Dokument aussieht. Das sind Zentraldokumente. Das heißt, ich habe mir über die Jahre ein entsprechendes Excel-Dokument beispielsweise für die Veranstaltungen zusammengestellt, wo explizit drinsteht, wie in so einem Kompass oder wie auch immer, wo, an welcher Stelle, in welchem Notizbuch das ist. Das heißt, das kann ich tatsächlich nach Themen durchsuchen. Ich kann es
gleichzeitig, so ist die Tabelle aufgebaut, auch für das Finanzamt für die jährliche Steuererklärung nutzen, einfach deshalb, weil dann bei den Veranstaltungen die entsprechenden Finanzdaten und ähnliches, Ausgaben, was auch immer, wenn das entstanden ist, dabei stehen, sodass ich etwas tatsächlich mehrfach nutzen kann. Ich habe nur ein Dokument, wo ich die Struktur kenne, und Excel ist daher sehr flexibel und insbesondere sehr stabil. Und das passt ganz hervorragend dazu für Finanzen ähnliche Dokumente. Das heißt, auch da wirklich sehr bekannte Formate auch. Was ich auch noch nutze, was ich jetzt hier nicht vorgestellt habe oder zumindest nicht noch extra, sind Wissenslandkarten im Sinne von Mindmaps. Ganz zu Beginn bei der Datei oder bei der Bestandsaufnahme hatte ich eine in SimpleMind, wo das einfach frei möglich ist, und nutze mittlerweile einfach für viele Dinge im Zusammenspiel mit Meistertask eben die Mindmeister-Landkarten, aber es gibt viele andere dazu. Und was mir noch vorschwebt, da bin ich noch nicht dazu gekommen, das ist eine Wissensträgerkarte oder Wissensträgerlandkarte. Und, das ist was Besonderes, wen das detaillierter interessiert. Der kann das im vergangenen Jahr bei dem Beitrag von Bosch zu deren Wissensmanagement-Implementierung sich nochmal explizit anschauen. Das ist eine wunderbare Methode, um tatsächlich grafisch darzustellen, zu welchem Thema kenne ich wen und wer ist der entsprechende Experte dafür. Und das kommt mir sehr entgegen, ist aber auch einfach Arbeit. Da kam ich noch nicht zu, denn ich muss immer überlegen, was ich wann mache. Die Jahresbilanz in Kalenderform habe ich vorgestellt. Analoge Notizbücher war immer noch meine große Freude. Und ganz wichtig, die regelmäßige Reflexion darüber, was tue ich, womit, warum, weshalb, taugt das noch, taugt das nicht. Und reflektieren geht bei mir tatsächlich besser analog als digital. Was ich also daraus gelernt habe in der Beschäftigung damit und vor allen Dingen in der praktischen Umsetzung, das ist, dass es ein System sein muss, das zu meinem Lern- und Arbeitstyp passt. Ganz klar, das muss jeder für sich selber rausfinden oder die meisten wissen das ja und dann testen, was passt tatsächlich dazu. Und bei mir habe ich festgestellt, ich muss wirklich gerne daran gehen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Ich muss gerne damit arbeiten. Ich möchte beispielsweise der Unterschied zwischen Trello, das ja vielen bekannt ist, und Meistertask ist tatsächlich, dass ich mich jeden Tag freue, da reinzugehen und damit zu arbeiten. Und einfach deshalb, weil mir schauen meine eigenen Bilder entgegen. Und das ist einfach wirklich schön. Ja, das muss einfach jeder für sich selber sehen, was er damit machen will. Einen Hinweis habe ich aber, und ich denke, die meisten berücksichtigen das durchaus schon, wenige Tools intensiv nutzen ist tatsächlich eine sinnvolle Geschichte, die so aufeinander abgestimmt sind, dass das System insgesamt wirklich gut funktionieren kann. Da muss man am Anfang ein bisschen probieren und es gibt immer wieder Neuentwicklungen. Auf der einen Seite bin ich immer wieder auf etablierte Programme und Formate zurückgekommen, immer wieder. Excel gibt es seit, ich weiß nicht, das weiß Dirk wahrscheinlich besser, einfach seit sehr vielen Jahren und es ist einfach kompatibel zu ganz vielem. Ich schaue mir auch immer an, wie übertragbar ist es? Was kann ich wohin übertragen? Ist das Format kompatibel oder nicht? Das ist einfach wichtig und arbeite dann lieber mit Zentraldokumenten, wo etwas reinkommt, verknüpft ist, als mit ständig dem super neuesten Teil. Es gibt manche Ausnahmen, die schaue ich mir aber tatsächlich für eine Weile an, beispielsweise die Literaturverwaltung. Da habe ich mir irgendwann angeschaut, von wem wird es genutzt, wo sitzt die Firma, ist das eine, die speziell das macht oder macht das irgendwie nur nebenbei. Und ich muss mir irgendwann sicher sein bei diesem Aufwand, dass sich der auch lohnt. Ansonsten ist das verschwendete Lebenszeit. Kriterium bei mir ist ja immer, dass es mobil nutzbar sein muss. Aber das hat auch Grenzen. Die Datenhoheit muss
tatsächlich bei mir selber liegen. Und ich denke, das ist durchaus ein Thema, das ganz viele betrifft, nicht nur wegen DSGVO oder Ähnlichem. Und zum guten Schluss ist mir dann während der Ausarbeitung der Präsentation ein Satz entgegengekommen, wo ich mir dachte, ja, den packe ich jetzt hier ans Ende. Für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten, von Thomas von Aquin. Und analog diesen Gräsern im Pazifik ist mir Letzteres tatsächlich näher als das Beten. Und auf gut Schwäbisch heißt das dann, et schwätze, schaffe. Das heißt, Veränderung anpacken. Und damit bin ich auch tatsächlich mit der Präsentation am Ende und übergebe gerne an den Dirk. Also ganz, ganz vielen Dank erstmal. Ich fand das sehr spannend. Es sind noch etliche Fragen aufgelaufen. Ja. Ich würde sagen, wir beginnen mal mit der Gesa. Also ich bin auch durchaus ein Freund von analogen Notizbüchern, weil ich gerade in Vorträgen irgendwie zuhören, denken, aufschreiben funktioniert für mich digital überhaupt gar nicht. Da ist aber die Frage für mich, wie wandelst du das nachher um, dass es halt dann auch in dem Digitalen nicht verloren geht? Weil sonst habe ich ja irgendwie hier meine Zettel und da mein OneNote. Also scannst du es 1:1 oder arbeitest du es nochmal auf? Wie ist da deine Empfehlung? Ja, also das, was ich gemacht habe, das, was ich beschreiben kann, ich hatte genau das gleiche Problem. Ich habe mein Notizbuch, dann gibt es dann teilweise irgendwelche Handouts noch dazu in irgendwelchen Workshops oder ganz klassisch ein entsprechendes, eine Metaplanwand mit irgendwelchen Karten, wo dann in der Veranstaltung häufig kommt, ja, Sie bekommen diese Unterlagen, die nie kommen, und habe mir deshalb zur Angewohnheit gemacht, die entsprechenden Metaplanwände direkt abzufotografieren. Und ich erstelle zu jeder Veranstaltung eine extra OneNote-Seite. Und nach diesem entsprechenden Schema, das ich vorhin gezeigt habe, baue ich dann die entsprechenden Dateien ein. Das heißt, ich scanne die Notizen, die kommen als Original da rein, und dann werte ich die aus und habe oben ein entsprechendes Auswerteschema nach Themen, die besonders interessant sind oder Ähnlichem. Das heißt, ich arbeite das tatsächlich dann auch nochmal nach. Aber nicht, dass ich das doppelt abschreibe oder irgendwas in der Richtung. Das ist ja nicht sinnvoll. Und ich habe diese Notizbücher tatsächlich in einem Großschwung an Arbeit, in einem Rutsch mit einem Hochleistungsscanner digitalisiert. Mit dem Handy funktioniert es nicht. So kleine Sachen kann man mit, weiß nicht, Office Lens oder einem anderen Scanprogramm dann scannen und reinbauen, aber nee, schon eine Auswertung. Ja, ja, sehr, sehr konsequent. Jetzt habe ich auch gerade noch mal geguckt, was meine andere Frage war, weil du ja sagtest, also jetzt nachdem du die Ordner hast, gibt es bei dir auch keinen aufzuräumen Bookmark-Ordner oder sowas mehr. Ich bin da furchtbar inkonsequent. Wie oft räumst du auf tatsächlich? Also sortierst du jetzt wirklich alles, was du hast, immer sofort weg? Und wenn nicht, machst du dir so zeitmanagementmäßig Einträge für, weiß ich nicht, jeden Freitag um 10 räume ich irgendwie meine Reste auf? Oder? Also ich hab tatsächlich freitags meinen Admin-Tag üblicherweise. Aber nein, das mache ich tatsächlich konsequent. In dem Augenblick, wo ich auf einer Seite bin, also häufiger Fall, ich finde eine Studie, von der ich denke, die passt zu einem bestimmten Thema, das ich verfolge, dann lade ich die runter, und direkt beim Runterladen, und das ist der konsequente andere Schritt, den ich zuvor nicht gemacht habe. Ich schaue mir an, wie heißt der Autor, das Jahr und der Titel, oder aber andere Variante, das funktioniert hervorragend. Dieses Literaturprogramm hat einen sogenannten Picker. Das heißt, da werden sämtliche Informationen, Meta-Informationen, die es gibt, auch tatsächlich direkt übernommen. Ich muss nur noch definieren, ist das ein Report irgendwo, ist es ein Internetdokument, ist es ein Buch, die gibt es ja zunehmend weniger und die betrifft das auch eher nicht, sondern das geht dann einfach sehr konsequent direkt rein, und ich mache das jetzt seit einem Jahr und ich habe tatsächlich nichts mehr drin. Früher war das so, ja, das mache ich dann irgendwann, genau, und irgendwann wird 200 Exemplare, das funktioniert nicht, da kenne ich mich, das geht nicht.
Also gerade mit so mit Literatur habe ich weniger ein Problem. Ich bin auch Bibliothekarin, von daher ist Literaturverwaltung eher das mein Heimatgebiet, wo ich auch herkomme. Da bin ich auch eher konsequent, aber eben ich habe auch immer ganz viel so Notizen und Sachen. Und deswegen finde ich das Thema total spannend, weil ich leider im Büro und in der Bibliothek sehr ordentlich bin. Aber mein eigenes ist immer so ein leichtes Chaos. Deswegen vielen Dank für den Vortrag. Sehr gerne. Gut, ich würde jetzt sagen, wir gehen mal zur Beate. Die hat nämlich auch mit den Notizbüchern und Digitalisierung eine Frage. Vielleicht hat die sich schon mit erledigt. Beate, waren deine Themen jetzt schon mit angesprochen von Elke oder könntest du noch was nachfragen? Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag und ich überlege schon, ob ich dich einlade, aber ich glaube, du brauchst zu lange zum Sortieren meiner ganzen Sachen hier. Das ist alles eine Frage des Preises, ja. Ja, okay, gut. Dann muss ich erst Lotto spielen. Nein, aber ganz ehrlich, es ist super und ich glaube, die Frage hat sich für mich auch jetzt geklärt. Du hast tatsächlich, du nimmst die Notizbücher, die sind für dich auch das Visuelle, was du noch haptisch in der Hand hast, aber nimmst dann das, die Essenz daraus und hast sie zusätzlich aber alle noch gescannt. Das habe ich verstanden, ne? Okay, genau, gut, okay. Das ist doppelt und dreifache Arbeit, aber konsequent und du hast nochmal eine Essenz und das finde ich auch total wichtig bei den Notizbüchern. Von daher erstmal vielen Dank, das ist für mich erstmal okay so. Danke. Gut, dann hatte die Ruth auch noch, ich glaube, zwei Fragen und Anmerkungen gehabt. Ruth, möchtest du deine Sachen stellen? Ja, genau. Eine Frage, die bei mir aufgetaucht ist, und zwar, wie nutzt du dein Mindmapping? Also ich bin da ganz schnell an meine Grenzen gestoßen. Ich mag das Tool sehr gerne, aber ich finde, dass die Übersichtlichkeit einfach sehr leidet. Und meine zweite Frage ist, denkst du, dass dieses persönliche Wissensmanagement auch für jemanden anders zu erstellen ist? Also gerade die Frage von Beate war vielleicht natürlich auch nicht nur scherzhaft gemeint, sondern jede wünscht sich natürlich auch, dass sie da mehr Ordnung hat. Und ich habe eben versucht, auch ein persönliches Wissensmanagement für eine Freundin aufzustellen, also ganz privat. Und ich bin total gescheitert, weil es war unübersichtlich und es hat sich nicht vermitteln lassen, was ich vermeintlich dachte, dass sehr klar eigentlich ich aus ihren Worten oder aus ihren Vorgaben entnommen habe. Also ich bin einfach gescheitert. Denkst du, ist es übertragbar auf andere? Ich fange jetzt erstmal mit den Mindmaps an. Die Mindmaps, da muss ich tatsächlich sagen, habe ich einen Unterschied gemerkt in der Arbeit mit dem SimpleMind-Programm, das ich seit vielen Jahren habe, wo die Anfangsbestandsaufnahme mitgemacht war. Und da ist es so, das hat den Vorteil, dass es eine freie Form macht, aber aus meiner Sicht den Nachteil, dass man da ständig irgendwie am Zupfen ist, dass das irgendwie noch zu sehen ist. Und wenn man irgendwas neu ergänzt oder ändert, dann sieht man fast nichts mehr. Nutze jetzt MindMeister, das hat andere Vorteile und das geht erstaunlich gut und vor allen Dingen kann ich da die Dinge auch ordentlich exportieren. Also ich nutze es tatsächlich zur Strukturierung von oder auch zur Konzeption von Veranstaltungen, auch jetzt hierfür, wo mir zu den unterschiedlichsten Zeiten irgendetwas einfällt, bevorzugt beim Kochen. Und mittlerweile nehme ich tatsächlich das Smartphone mit in die Küche, weil da kommen mir ganz gute Gedanken. Und dann gibt es eine App dazu. Das ist eben tatsächlich der Vorteil. Und ich kann das dann da eben eintippen. Wenn ich an irgendeinem Projekt arbeite, bin ich ja in Gedanken häufiger irgendwie da mit dabei. Also ich nutze das tatsächlich, um meine Gedanken zu sortieren. Ich hatte nämlich nochmal eine kurze Nachfrage dazu. Wie bist du auf den MindMeister gekommen? Weil ich so zum Beispiel MindManager, hast du dann auch probiert oder hast du das verglichen oder war es einfach so, dass du dann nach dem SimpleMind beim MindMeister gelandet bist? Der Weg ist ein etwas verschlungener. Also ich habe vor geraumer Zeit, hatte ich mich mal mit Mindmapping-Tools beschäftigt und damals war mir MindManager. Mein Manager war mir, glaube ich, irgendwie zu teuer oder so. Mhm. Da bin ich dann bei SimpleMind gelandet und fand das auch schön mit dieser freien Form. Das fand ich ganz gut. Und das Problem ist dann, das eben auch mobil ordentlich hinzubekommen. Das geht irgendwie nur über OneDrive und das auch erst so eine ganze Zeit später. Und ich bin zum MindMeister gekommen, weil ich für eine Lehrveranstaltung oder
Veranstaltung etwas gesucht habe, wo ich beides miteinander kombinieren kann. Also Projekte und so ein Mind-Mapping-Tool, wo ich auch mit mehreren Personen in der Zusammenarbeit daran arbeiten kann. Und hatte bei irgendeiner Veranstaltung, ich weiß nicht, im Frühjahr hatte ich mal eine Mindmap mit diesem Programm gesehen und dachte, ach, das ist ja ganz nett. Habe das wieder vergessen. Und dann jetzt im Herbst habe ich mich dafür entschieden, habe das erst getestet, ob das tatsächlich für meine Zwecke taugt und bin zum Schluss gekommen, ja, wir werden Freunde. Die dürfen in mein Leben. Gut, jetzt kannst du zu den anderen Punkten kommen. Genau, und die Frage, das für andere zu machen, finde ich extrem schwer, weil ich festgestellt habe, und das wird jeder und jedem so gehen, Menschen sind extrem unterschiedlich. Und ich habe diese Zeitmanagement-Thematik über Jahre immer wieder verfolgt, wo dann also die Zeitmanagement-Fetischisten aus meiner Sicht es etwas despektierlich genannt, da mit ihren Listen und exakte fünf Minuten Takt und so weiter, und dann weiß ich genau, das klappt bei mir nicht. Das funktioniert einfach nicht. Es ist so, dass jeder, glaube ich, erstmal für sich explizit rausfinden muss, was für ein Typ er oder sie ist und womit man gerne arbeitet, und dann überlegt, tatsächlich mit der anderen Person gemeinsam, wenn man das denn so machen möchte, was passt zu diesem Typus. Und wenn jemand kreativer unterwegs ist, dann passen diese extrem eng getakteten Controller-Tabellen einfach partout nicht. Die machen das nicht mal einen Tag. Also mir geht's ja genauso. Ich bin kein Controller-Typ, aber ich liebe tatsächlich Struktur und Ordnung, weil mich das ordentlich arbeiten lässt. Und ich habe früher mal in einem Verlag gearbeitet, da gab es so ein schönes Organisationswerk, das die rausgegeben haben, und da habe ich den Unterschied zwischen den Volltischlern und den Leertischlern gelernt und dachte immer, die Leertischler haben einen Knall. Da ist ja nichts, und vor mittlerweile, weiß ich, 10 Jahren oder länger, bin ich dann auch umgestiegen, und es war wunderbar, weil ich einfach die Dinge, die ich für etwas brauche, auf dem Tisch habe und sonst nichts, und da ist keine Ablenkung und nichts, und ich muss nicht ständig überlegen, wo habe ich das noch und so. Also ja, ist tatsächlich eine Organisationsfrage und eine Typusfrage. Also du würdest eher dafür plädieren, dass du Anstöße gibst für jemanden anders und er oder sie sich das dann quasi entwickelt. Also so wie du das ja ganz enorm, finde ich, innerhalb von einem Jahr gemacht hast. Also das hat mich geärgert. Ja, also wenn mich was ärgert, dann kümmere ich mich drum. Ja, ja, danke schön. Gerne. Ich habe von Gerdi etliche Kommentare, Hinweise und sowas im Chat gesehen. Zwar weniger eine konkrete Frage, aber vielleicht wolltest du deine Sachen nochmal selber kurz vorstellen. Also ich bin total begeistert. Das trifft mich so in der Seele. Das passt perfekt. Vielen Dank für diese schönen Widerspiegeln meiner Arbeitsweise und auch neue Impulse. Also von daher, ich bin ganz angetan über die Konsequenz und diese Hybrid-Geschichte. Also ich bin auch ein Freund von Bullet Journaling, also sprich so ein Mittelding zwischen Tagebuch, Aufgaben, Tracking. Da bin ich mit dem Bullet Journal, also mit dem Papier, Notizen ganz glücklich unterwegs. Die stapeln sich auch mittlerweile, die werden durchnummeriert, die haben ein Inhaltsverzeichnis. Ich scanne die tatsächlich nicht mehr ein. Das ist jetzt eine Idee, die ich mir durch den Kopf gehen lasse, aber das wäre für mich, glaube ich, ein bisschen oversized, weil doch vieles, wenn ich selber gezeichnet habe oder skizziert habe, hängen bleibt. Und dann weiß ich auch durch das Mini-Inhaltsverzeichnis, was ich mir zu jedem Buch gestalte, wo ich das finde. Zudem habe ich einen Kalender, den ich sehr explizit führe und kann halt im Kalender gucken, wann hat das stattgefunden, und finde dann auch die Informationen im Bundle Journal wieder. Das ist immer so eine kleine Suche wie in einer Mini-Bibliothek, aber das macht auch Freude. Und ja, dann sind mir noch so ein paar Impulse gekommen. Ich nutze
zum Scannen, natürlich einen normalen Scanner, aber auch das Programm Chem-Scanner. Das ist eigentlich ein Fotografie-Instrument, mit dem man Flipcharts wunderbar und sehr klar abfotografieren kann, sodass man auch gut zoomen kann und nochmal reingehen kann und das dann direkt in die entsprechende Ablagesysteme rüber zu kopieren geht. Das ist einfach nochmal ein Teilen meiner eigenen Erfahrung. Und was mir immer um die Ohren geflogen ist, ist, ja, ein Termin jagt den nächsten und dann hat man keine Zeit mehr für die Nachbereitung und irgendwann ist dann dieser Stapel so hoch und ich habe tatsächlich mein Zeitmanagement daraufhin, es passt nicht immer, aber meistens daraufhin abgestimmt, dass ich mir immer 5 bis 10 Minuten nach dem Termin Zeit nehme, um es in meine Systeme einzusortieren, weil sonst fliegt es mir um die Ohren. Und da bin ich sehr lieb mit mir geworden. Die Zeit ist wichtig und die ist nötig, um einfach den Schreibtisch sauber zu halten und damit auch den Kopf klar zu halten. Genau, das waren so ein paar Dinge, die mich so begeistern und wo ich dachte, das hilft vielleicht auch noch den Beteiligten, die hier zuhören, ja, mitzugehen. Ein zusätzliches Tool, was ich gern nutze, und vielleicht hast du da ja auch Erfahrungen. Ich habe natürlich auch ein Tablet, mit dem ich visualisieren kann, also ein kleines Visualisierungsprogramm, und ich mache sehr, sehr vieles mit dem Tablet, um es für mich nochmal vorzustrukturieren, und manchmal scanne ich das dann, also ich kann das dann natürlich überleiten in die Notizbücher oder ich drucke es tatsächlich auch aus und klebe es mir mit Pritt in mein Papier-Notizbuch, weil sonst geht es mir auch da irgendwie unter. Also das ist so ein Mittelding, so ein Hybrid zwischen selber malen auf Papier, aber zum Beispiel Mindmappings mache ich damit, mit dem Tablet. Also ich schreibe das da drauf, kann das dann ausschneiden, wie mit Papier, woanders hinsetzen, und das funktioniert für mich ganz gut. Das sind so kleine Hinweise. Ich finde es toll, vielen Dank. Gerne. Na, ich arbeite tatsächlich nicht mit einem Tablet. Ich habe mich bisher dagegen entschieden und passt noch nicht zu meiner Arbeitsweise und zu den Aufgaben. So, gerade weil ich einfach so relativ viel tippe und das passt noch nicht. Und ich mag noch nicht diese Haptik irgendwie. Das ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ja. Es hat einen entscheidenden Vorteil, weil ich auch sehr online, also mit vielen Online-Konferenzen und viele Online-Meetings habe, und über diese Visualisierung auf dem Tablet kann ich alle einladen, mitzugehen. Also es ist wie das digitale Flipchart, und das hilft dann auch für die anderen. Was ich noch als Frage habe, weil ich jetzt gerade keine weitere hier sehe, das habe ich mal so erwähnt. Man hat natürlich auch im privaten oder im persönlichen Wissensmanagement das Problem teilweise, der Wurm muss dem Fisch schmecken. Das heißt, ich habe ja auch Dinge, die ich zum Beispiel hier in die Runde kommuniziere oder andere, wo ich denke, zum Beispiel solche Live-Sessions sind interessant. Und dann sage ich für mich, notgedrungen muss ich dafür auch Tools nutzen und kennenlernen, die ich sonst privat für mich nie einsetzen würde, auch beruflich nicht. Ich sage mal bloß Facebook, zum großen Teil WhatsApp, dann teilweise Twitter und Ähnliches oder in irgendwelche schlecht gewordenen Sing-Foren posten und Ähnliches. Das Problem hast du doch sicher auch. Wie gehst du damit um? Ich habe tatsächlich nur zwei Social-Media-Accounts. Das eine ist in Xing seit vielen, vielen Jahren und der andere ist in LinkedIn. Und Facebook, da hatte ich bislang noch nicht die Notwendigkeit. Was ich ganz ordentlich finde, ist Twitter, zumindest wenn das normal funktioniert. Da muss man mal gucken, wo man unterwegs ist, ob das sinnvoll ist oder nicht. Wenn das notwendig ist, dann ja, aber zum WhatsApp-Hirsch werde ich nie. Da nutze ich lieber Telegram oder Signal oder irgendwas in der Richtung. Das ist immer für mich halt eine dieser großen Fragen. Das heißt, auf der einen Seite sage ich, okay, du musst oder ich möchte gern diese Gruppe erreichen. Andererseits, ich selber würde das Ganze nicht verwenden. Dann nutzt man es natürlich auch nicht so tief. Wenn ich also auf Twitter was hier melde, dann habe ich natürlich kaum Follower, weil ich folge auch kaum jemanden. Also ist die Wirkung geringer. Und so habe ich ständig im Kopf, wie viel solltest du vielleicht irgendwo mehr machen, obwohl du diese Technik eigentlich ablehnst. Ja, also ich denke, das ist tatsächlich eine sehr, sehr tiefgreifende
Frage, einfach deshalb, weil die an der zentralen Ressource, die uns Einzelkämpfern zur Verfügung steht oder auch Einzelpersonen, nämlich die Zeit, die pro Tag zur Verfügung steht. Und dann muss ich mir immer überlegen, wie nutze ich diese Zeit? Wofür? Wie intensiv will ich mich um bestimmte Dinge kümmern? Denn eins habe ich gelernt die letzten Jahre, dass wenn ich einmal Social Media anfange, dann muss ich es wohl konsequent machen. Da einmal irgendwas reinschreiben und denken, ja, da wird schon jemand kommen, das klappt offenkundig nicht, sondern das geht dann teilweise mit Redaktionsplänen und Ähnlichem. Und ja, und Sie müssten aber mindestens einmal im Monat oder aber besser jeden Tag oder wie auch immer. Also das hängt immer davon ab, in welchem Feld man unterwegs ist. Und da muss man tatsächlich das nehmen, was da in der großen Gruppe das favorisierte Tool ist. Ob Snapchat für die Jungen oder Instagram oder Pinterest oder weiß der Himmel. Es gibt ja viele. Beate hat jetzt etliches zu dem Thema jetzt in den Chat gepostet. Möchtest du noch was dazu sagen oder fragen? Ja, das Thema Sicherheit, das ist sowieso auch mit eines von meinen Themen. Und deswegen, nur weil alle WhatsApp nutzen, ist WhatsApp nicht gut. Und deswegen habe ich gesagt, soll genau. Ne? Also deswegen. Und alle sagen, ja, ich bin aber nicht, du bist out. Nö, sage ich, nutze Threema, ne? Oder ich nutze andere Dinge oder Signal oder was auch immer. Und je mehr das gemacht wird, desto mehr ist es. Also auch den Mut zu sagen, nö, ich hab's nicht. Also ich bin weder auf Facebook noch sonst irgendwo aus bestimmten Gründen. Also von daher, das einfach mal versuchen. Und wir sind ja auch alle Einzelkämpfer, aber wir haben ja auch alle den Mut, wie ich das hier schon heute mitbekommen habe. Das war jetzt nur mein Einwand, also auch was anderes nutzen. Dankeschön. So, wir nähern uns langsam dem Ende. Das heißt, ich habe immer noch so eine Standardfrage zum Schluss. Du müsstest die eigentlich kennen. Du hast ja jetzt die ganze Zeit oder hast ja im letzten Jahr ganz viele Gedanken gemacht über dein persönliches Business Management. Und wenn man jetzt zurückblickt, hat man ja natürlich auch meistens ein paar Fehlentscheidungen getroffen. Welche Dinge würdest du heute eventuell anders machen oder was waren die Sackgassen, die da reingekommen bist, die du dann korrigiert hast, die jetzt hier nicht erwähnt sind? Also die Lessons learned quasi auf dem Weg. Ja, also ich hab eine Sackgasse, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es da nicht hinten irgendwo noch einen kleinen Durchgang gibt. Die betrifft das Kontaktmanagement oder Kontaktverwaltung. Die hat bei mir üblicherweise auch ein Excel-Dokument. Und dann kam ich auf die Idee, ein CRM-System zu nutzen. So ein cloud-basiertes CRM-System von der Firma hier in der Nähe, die speziell für kleinere Unternehmen auch unterwegs ist. Und dann habe ich das mit Aufwand da reingepackt und dann war das da drin. Und dann war das drin und es passierte nichts, weil das war aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann habe ich das wieder rückabgewickelt. Und jetzt bin ich wieder bei Excel, weil ich also noch etwas finde, was das Ganze für mich besser macht, dann, oder wenn jemand eine Idee hat, wie man das besser machen könnte, gerne. Aber ja, das war so eine Sackgasse. Trello war so ein Versuch. Da kommen sicher noch andere. Also ich habe da schon auch Zeit investiert. Gut. Aber der schlimmste Fall war tatsächlich diese Kontaktgeschichte. Das kann ich sagen. Ich kann dazu ergänzen, das ist auch mein offenes Thema, der längste Reihenfall dazu war halt die negative Entwicklung von Xing für mein Kontaktmanagement, wozu es keine sinnvolle Alternative gibt, weil LinkedIn auch nicht besser ist. Und deswegen ist das bei mir auch so eine offene Frage, wie ich das Kontaktmanagement langfristig sinnvoll gestalten kann. Also Outlook hatte ich vorher, habe ich jetzt noch teilweise ein bisschen parallel, aber es ist halt alles bisher nicht die wirklich sinnvolle Lösung. Ich hoffe immer mal noch, es gibt mal ein sinnvolles Startup in die Richtung. Die Startups, also das war jetzt kein Startup, aber ein aufstrebendes Unternehmen, sagen wir mal so, auch mit durchaus passenden Ideen. Allerdings halt für einen anderen Zweck designt, nämlich für die Zusammenarbeit von verteilten Teams, die irgendwo unterwegs sind, wo jemand das die Telefonate macht oder ähnliches. Und dafür passt das. Für mich alleine passt das einfach nicht. Und ja, bis jetzt Excel. Und der Unterschied ist ja auch noch, ich bin in unterschiedlichen Themenfeldern unterwegs. Da gibt es Energie und da gibt es digitales Lernen und da gibt es verschiedene Gruppen und Ähnliches. Und in Excel
Mit großem Bildschirm geht es mittlerweile. Auf dem Laptop-Bildschirm war es ein bisschen klein. Gibt es eben vorne eine ganze Menge Spalten, wo dann überall ein X drin steht. Und dann kann ich das simpel filtern. Dann habe ich das, was ich brauche. Gut. Also ich denke, von der Zeit her sind wir jetzt schon knapp über die eine Stunde drüber. Ich fand das eine ganz interessante, hochinteressante Session. Und ich denke auch, das hilft vielen weiter, sich selber Gedanken zu machen. Ich finde auch den Hinweis extrem wichtig, auch für mich und auch für die Unterschiede, die ich anders manage als du, dass jeder seinen eigenen Weg findet. Weil ich glaube, für jeden individuell passt was anderes besser, was er selber finden muss. Aber man findet halt auch viele Anregungen, wie du das zum Beispiel vom Kevin Dinge übernommen hast. Und deswegen finde ich das gut, wenn man so einen Input bekommt, wie andere das machen. Also ganz vielen Dank für deinen Vortrag, ganz vielen Dank für alle, die daran teilgenommen haben und noch viel Spaß die restliche Woche. Herzlichen Dank für die Gelegenheit. Fand ich super. Also mir hat es großen Spaß gemacht.